Hallo ihr Lieben, WKTA hier, Hans Christian. So, wenn ihr, sagen wir mal, als Polizeibeamte in eine Situation kommt, dass ihr in ein Feuergefecht geratet, dann kann es sein, dass ihr gezwungen seid, mit links zu schießen und auch mit links zu zielen, obwohl ihr das eigentlich im Prinzip ja nur mit rechts geübt habt. Wenn hier noch ein Kollege stehen würde, ist ja gar kein Platz mehr hinter der Deckung. So, simulieren wir das einmal. Wir stützen hier ab mit der rechten Hand, so, und zielen mit links. Und wir zielen auch mit dem linken Auge. Und dann sind wir viel besser geschützt hinter dieser Mauer. Was wir nicht tun, etwa, ist die Waffe in die rechte Hand nehmen